Hallo und herzlich willkommen zum neuen Wochenorakel vom 6. bis 12.3. Ich hoffe, ihr seid gut durch die Woche gekommen und es war nicht allzu stürmisch bei euch. Bei mir war es ziemlich windig in der vergangenen Woche. Und ich hoffe, ihr seid alle ganz heil jetzt über das Wochenende gekommen und seid hoffentlich genauso gespannt auf die zweite Märzwoche wie ich, was sie für uns bereithält, was sie uns mitbringt. Wie immer habe ich euch drei Kristalldiamanten ermittelt und wir haben diese Woche dabei einen dunkelroten Stein, einen dunkelblauen und einen dunkelgrünen. Also wie ihr sehen könnt, lauter dunkle Farben. Ich finde das sehr stimmig und bin auch schon gespannt, was sich dahinter dann als Orakel verbirgt. Heute möchte ich mit euch etwas Neues ausprobieren. Und zwar beim Auswählen der Steine möchte ich eure Ich-Bin-Kraft ansprechen. Was ist die Ich-Bin-Kraft? Das ist eine ganz starke Wortkonstellation, die in sich selbst schon eine ganz große Schöpferkraft und auch stabilisierende Kraft hat. Jeder kennt aus der Bibel, dass ich bin der Herr, dein Gott oder ich bin der ich bin. Ja, also da steckt ganz viel Qualität in diesen Worten dahinter. Und das möchten wir heute ausprobieren, euch da in eure Ich-Bin-Kraft zu bringen und damit vielleicht euch zu helfen, noch gezielter den Stein, also deinen persönlichen Orakelstein, zu wählen. Stelle wie immer zum Auswählen bitte beide Füße fest auf den Boden. Und jetzt atme tief ein und aus, gerne dreimal hintereinander, so wie es sich für dich angenehm anfühlt. Und bei jeder Ausatmung stellst du dir nun vor, wie du Schwere und Ballast oder auch verwirrende Gedanken ausatmest. Und bei jeder Ausatmung wiederholst du jetzt den Satz für dich: Ich bin jetzt gereinigt. Ich bin jetzt gereinigt. Ich bin jetzt gereinigt. Und jetzt spürst du in deine Fußsohlen hinein, wie sie sich verbinden mit deinem Fußboden und du jetzt sprichst: Ich bin jetzt geerdet. Ich bin jetzt geerdet. Ich bin jetzt geerdet. Und jetzt, wenn du möchtest, visualisierst du dir ein großes goldenes Licht in Form einer Lichtkugel, welche dich umhüllt, und sagst dir: Ich bin jetzt voll und ganz geschützt. Ich bin jetzt voll und ganz geschützt. Ich bin jetzt voll und ganz geschützt. So, und aus diesem Gefühl heraus gehen wir jetzt an dein höheres Selbst. Du spürst dein höheres Selbst über deinem Scheitelchakra in etwa 20 cm Höhe. Vielleicht spürst du auch ein Kribbeln, wenn du jetzt sagst: Ich bin verbunden mit meinem höheren Selbst. Ich bin verbunden mit meinem höheren Selbst. Ich bin verbunden mit meinem höheren Selbst.
vielleicht spürst du jetzt etwas. Und jetzt gehst du auf die Herzebene. Wenn du möchtest, kannst du auch dein Herz berühren und sagst, ich bin in der vollkommenen und bedingungslosen Liebe. Ich bin in der vollkommenen und bedingungslosen Liebe. Ich bin in der vollkommenen und bedingungslosen Liebe. Und ich bin jetzt in absolut hoher Schwingung. Sag dir diesen Satz. Und ich bin jetzt in absolut hoher Schwingung. Und aus diesem Schwingungsgefühl heraus kannst du jetzt ganz selbstsicher deinen Stein wählen. Dein höheres Selbst führt dich. Du bist absolut verbunden. Vielleicht hast du auch schon, während du es gesagt hattest, einen direkten Impuls bekommen. Und bleibe da bitte dabei, bei dieser Entscheidung oder bei deinem Hinweis. So, das war mal eine etwas andere Form. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr könnt mir gern schreiben, wie ihr das empfunden habt, wenn ihr so mitsprecht, ob euch das hilft beim Auswählen des Steines oder ob ihr das Übliche, wenn ich so spreche, auch als ausreichend findet. Fände ich ganz interessant, das von euch mal als Feedback zu hören. Und wie immer, bevor wir beginnen mit dem Orakel, stelle ich euch ganz kurz die verwendeten Karten vor. Ihr findet auch immer unter dem Video nochmal die Hinweise, wie die Karten heißen, damit ihr sie auch finden könnt, falls ihr euch für das ein oder andere Kartendeck interessiert. Wir haben hier oben auf die Tarotkarten, und zwar ist das das Witches Tarot von Ellen Dugan, und das ist bei Levlin Books erschienen. Das ist hier so eine große Schachtel, es ist halt ein englisches Buch dabei, aber Tarotkarten sind ja für Tarotleger auch selbsterklärend. Dann haben wir dabei darunter noch eine zweite Karte für die Wochenbotschaft, und zwar die wunderschön gezeichneten Karten von Im Herzen Lemurias. Diese sind im Kopfsalat Verlag erschienen. Wir hatten sie auch hin und wieder schon mal dabei. Ihr werdet es sehen, sehr schöne Energiekarten mit einer ganz hohen Schwingung. Dann haben wir heute Premiere. Wunderschöne Karten dabei, und zwar sind das diese Karten hier, ich zeige sie euch mal von hinten, das sind Lenormand Karten, und diese wunderschönen Lenormand Karten, ich zeige sie euch hier mal so ein bisschen, ich werde euch am Ende auch noch mal was dazu sagen, also wer sich für diese Karten interessiert, vielleicht noch mal ans Ende spulen. Diese wunderschönen Lenormand Karten findet ihr im Seelenatelier von Karin E. Hofmeister, und zwar unter www.ateliershop.de. Ich halte euch mal das Kärtchen rein, da könnt ihr lesen. Ihr findet aber auch nochmal die Hinweise, wie gesagt, unter dem Video sind ganz zauberhafte Lenormand-Karten, ihr werdet es sehen, sie haben eine ganz besondere Schwingungsqualität, und ich finde sie auch gerade für so Energiearbeit, aber auch Seelenarbeit sehr interessant zu verwenden. Sie selber macht auch Familienaufstellungen damit, also hochinteressant, sehr schön. Dann haben wir noch als letztes Engelkarten dabei, und zwar die Liebe der Engel von Petra Arndt und Elke Kirchner. Das sind 50 Karten, erschienen im Schirner Verlag. Das sind diese Karten hier, sind auch schon recht bekannt. So, dann beginnen wir jetzt aber mit der gemeinsamen Wochenenergie. Welche Karten wir hier bekommen, welche Informationen. Und hier einmal aus dem Tarot haben wir hier die drei der Kelche.
Die Karte ist sehr bunt, die Karte ist sehr licht. Das drückt schon mal sehr viel Positives aus und so ist es auch. Es ist eine sehr positive Karte. Es ist eine Karte der Zusammenkünfte und der Gemeinschaft. Das bedeutet, dass wir in dieser Woche sehr gute Energien haben für Treffen, für gemeinsame Unternehmungen, für Gruppenarbeit, all solche Dinge, auch für Sozialarbeit, soziales Tun, soziale Tätigkeiten. Die Kelche sind die Liebe, die Kelche sind die Emotionen und das Gefühl und hier positiv ausgedrückt. Also es kommen sehr viel positive Energien auch von anderen Menschen auf euch zu. Wir sehen diese drei Damen sehr offen aufeinander zugehen. Das heißt, sei auch du offen, sei du offen für andere Menschen, für diese positiven Energien. Und wir haben hier sehr viel Bunt, sehr viel Farbe drauf. Das bedeutet auch immer, sei offen für die Fülle, für dieses, ja, überschäumende Gefühl, welches hier dir zugetragen wird. Ja? Verneine das nicht. Öffne dich auch im Herzen dafür, für die Fülle, für die Gemeinschaft. Hege positive Gefühle, hege Gefühle von Dankbarkeit. Ja, auch dankbar sein für die Dinge, die dir zufließen, die man dir hier schenkt. Ja, auch Geschenke können in dieser Woche auf dich warten. Ich finde, diese Karte hat immer so einen Aspekt von Erntedankfest. Ja, also und da ist ja das Wort Dank auch schon drin. Wir ernten, wir freuen uns über die vielen Früchte, die hier wachsen, die uns das Leben schenkt. Damit ist nicht nur Essen gemeint, ja, sondern auch die ganzen Potenziale, vielleicht auch finanzieller Zuwachs. Also alles, was das Leben hier an schönen Qualitäten schenkt und dafür dankbar zu sein und das auch zu feiern, im Herzen zu feiern, diese Dankbarkeit, das ist damit gemeint. Und wenn wir dankbar sind und uns dafür öffnen, wird uns noch mehr zufließen, noch mehr geschenkt. Ja, also es ist eine wunderschöne Karte. Ich schaue sie mir hier nochmal im Detail an, ob mir noch was auffällt. Also wir haben diese Buntheit auch drauf, wie ich schon ausgedrückt habe. Im Hintergrund geht noch ein Wasserfall herunter, der ja auch dieses Endlose, also dass die Fülle übergroß ist. So ein Wasserfall, der produziert ja permanent, fließt da Wasser herunter, also dass es gar kein Ende nimmt. Also wir denken ja oft so begrenzt, ja, wenn ich das jetzt nicht ganz schnell bekomme oder mir kaufe, dann ist davon nichts mehr da. Also dieses begrenzte Denken, dass es nicht für alle reicht, dass nicht für alle genug Fülle da sein könnte, das ist ein schlechter Gedanke, sondern den Gedanken pflegen, dass genug für alle da ist. Wir können uns alle freuen, wir können alle genug haben, sodass wir befriedigt sein können. Und das hat nichts mit Gier zu tun, ja, also die Karte drückt das auch nicht aus, sondern so in dem Maße, dass es einem gut geht, ja, dass man deutlich hier in der Wohlfühlzone ist, ja, also eine sehr schöne Grundenergie, da können wir uns richtig freuen und mit dem vielen Bunt, das passt jetzt auch absolut in den März, ja, vielleicht hast auch du Lust, buntere Kleidung wieder zu wählen, dir insgesamt es bunter zu machen, bunter zu gestalten, dass wieder mehr Farben auch reinkommen. Ich meine, die triste Zeit des Winters geht jetzt mehr und mehr vorüber. Und bei mir war das heute wunderschön im Garten. Ich habe ganz viel Vogelbesuch bekommen in meinem neuen Vogelhäuschen.
das habe ich den Vögeln gespendet diese Woche. Und jetzt kommen unheimlich viele Vögel und in allen Farben, ja, also die werden immer bunter, rot, gelb, grün, blau, also wirklich alles dabei. Und sie kommen jetzt ja auch mehr und mehr zurück aus dem Süden. Also wunderschön. So, jetzt gehen wir auf die zweite Karte noch. Was wir hier für eine Energiequalität auch noch mit reinkriegen von den Engeln. Und schaut mal, hier kommen die Elohim der Gnade. Elohim sind ganz hohe Engel, ganz nah an Gottes Thron. Und sie schicken uns hier das Gnadenlicht. Wir sehen hier richtig die Sonne, ja, die hier Energie bringt. Das passt jetzt auch zum Frühling. Die Tage werden heller. Es wird wieder Wärme einziehen, einfach von der Natur her. Wir haben auch hier viel Flora und Fauna drauf. Einfach die ganzen Pflanzenkräfte. Es wird wieder grüner. Es wird wieder bunter. Und es ist das Gnadenlicht. Ja? Und wenn die Himmel uns diese Gnade schenken, ja, und diese Schönheit und diese Freude, wo ja auch hier runterkommt, dann sollst auch du gnädig sein. Geh nicht zu hart mit deinen Mitmenschen ins Gericht. Übe auch du Vergebung, übe auch du Nächstenliebe. Ja, seid fröhlich, bringt Sonne in die Welt. Nicht zu viel motzen, nicht zu viel jammern, ja, nicht zu viel anklagen, was ja gerade permanent gemacht wird, Menschen angeklagt, verleumdet, ja. Wichtig ist, dass du im Herzen bei dir aufräumst und Ordnung schaffst. Ich weiß, dass das viele nicht hören wollen und da müssen wir alle an uns arbeiten. Wir sind alle schnell dabei, beim anderen zu gucken, was uns da auffällt und bei uns selber aber wegzuschauen. Und darum geht's. Dieses Gnadenlicht sagt, Mensch, sei gnädiger. Ja, jeder Mensch hat hier ein Päckchen mit, hat Emotionen dabei, die ihn anleiten. Ja, wir dürfen nicht immer versuchen, nur das Bösartigste hinter allem zu vermuten und zu sehen. Natürlich gibt es das auch. Ja, das hat nichts mit Wegschauen zu tun, aber diese Vorverurteilung und permanentes Niedertreten, das bringt uns allen nichts, bringt einem selber nichts. Man fühlt sich ja danach auch schlecht und unwohl. Man schadet sich auch selbst damit, ja. Also lebt die Fröhlichkeit, lebt den Sonnenschein. Lasst die Frühlingssonne in eure Herzen leuchten. Wenn du dich mit Blumen umgeben magst, vielleicht hast du Lust, Frühling ist auch wie Herbst, eine Zeit, wo man die Pflanzen zurückschneidet nochmal, dass sie besser austreiben. Vielleicht hast du auch Lust, die ein oder andere Pflanze in deinen Garten oder auf deinen Balkon zu stellen und dich daran zu erfreuen, wie sie wächst, wie hier Neues entsteht. Und darum geht es auch. In diesem Gnadenlicht entsteht auch sehr viel Neues, sehr viel neue positive Energie. Ja, also man spürt hier richtig diese positive Energie, die jetzt mehr und mehr über oder zu uns kommt. Und dann hat es wieder mit Annehmen zu tun, was ich hier gesagt habe. Öffnet man sich dafür? Ist man mit dabei? Oder möchte man sich verschließen? Ja, es gibt ja keinen Zwang, freier Wille. Ja, also entschließe dich, dich für die Freude und für die Fülle und für das Schöne zu öffnen. Also eine ganz wunderbare Wochenbotschaft, die wir hier bekommen haben. Man kann sehr viel draus machen aus diesem positiven Energiefluss. Also gerade auch, wenn ihr mit anderen Menschen zu tun habt, könnt ihr diese Energien wunderbar für euch nutzen, für eure Arbeit auch nutzen, weil es einfach eine gute Energie ist, die uns alle voranbringt und weiterbringt, wenn wir sie für uns nutzen möchten. So, gehen wir zum ersten Orakel, wenn du dich hier für diesen wunderbaren dunkelbraunen Diamanten entschieden hast.
oder dunkelrot, besser gesagt. Er scheint hier fast wie braun. Er ist eigentlich dunkelrot, aber er kommt hier sehr bräunlich rüber. Und er steht in dieser Woche für die Erdungsenergie, also sich erden. Ganz stark in dieser Ich Bin-Kraft, wo ich auch zu Beginn genannt habe, zu wissen, hier bin ich sicher. Es geht hier um Sicherheit auch, ja, sich sicher fühlen auf der Welt, dass Unsicherheiten weggehen. Bei Dunkelrot, wenn zu viel Rot sich verdichtet, dann ist diese positive Liebesenergie nicht mehr frei im Fluss. Und das kann wütend machen, gereizt machen, gestresst machen, all solche Dinge. Also gerade wenn du dich sehr reizüberflutet fühlst und sehr nervös, vielleicht abgelenkt, dann ist bei dir Erdung ein ganz wichtiges Thema. Es gibt auch wunderbare Erdungsmeditationen. Aber du kannst dich über diese Ich Bin-Kraft, ich bin geerdet, gerade in Sekunden versuchen wieder zu erden. Also das ist auch eine wunderbare Übung, die man machen kann. Bei dieser Farbe geht es in dieser Woche auch um Familienthemen, familiäre Themen, um das eigene Zuhause. Also solche Themen stecken hier auch drin. Schauen wir mal deine erste Karte an. Und hier haben wir die 5, ich halte es euch mal ganz nah hin, der Münzen. Ja, und hier haben wir so ein bisschen den Mangel drauf, ja. Also hier das Bund in Bund und hier den Mangel. Und diese Karte zeigt das Mangeldenken, dass man sich halt eben noch nicht auf der Sonnenseite des Lebens fühlt oder zumindest im Moment, ja, vielleicht gerade jetzt in dieser Phase momentan, irgendetwas ist in dir, wo deine Stabilität, das passt ja auch zu dem Stein, so ein bisschen ins Wanken bringt. Vielleicht hast du auch nicht mehr so richtig Vertrauen momentan, entweder ins Leben oder auch in einen bestimmten Lebensbereich, wo etwas nicht funktioniert. Ja, das weißt du selbst am besten. Wir haben hier diesen zerdürrten Baum, wo nichts wächst, die Kälte drauf, ja. Also es geht eigentlich darum, aus dieser Dürre herauszukommen, ja, aus dieser Kälte herauszukommen. Der Baum steht hier recht allein, aus der Einsamkeit vielleicht auch zu kommen, gerade wenn es irgendetwas gibt in einem Lebensbereich, wo dich traurig macht, wo dich einsam sein lässt, wo du dich vielleicht ausgegrenzt fühlst, ja. Also das weißt du selbst am besten, was jetzt hier angesprochen ist, welches Thema. Es kann durchaus sein, dass es bei dir in anderen Lebensbereichen hier dieses Hurra, ja, wunderschön ist. Und dann gibt es aber Bereiche, wo du denkst, hier dürstet es nach Fülle, warum geht hier nichts voran und das macht mich traurig. Aber schau mal, dieses kleine Schneeglöckchen da unten, das hier so, ja, es geschafft hat, in dieser Kälte durchzubrechen und sein schönes Kleid zu zeigen, das ist die Hoffnung. Das zeigt dir, es gibt auch, wenn wirklich das Gefühl da ist, nichts geht mehr, es gibt die Hoffnung und auch hier bei dir noch genügend Potenzial, dass sich hier etwas entwickelt, ja. Wir haben die Münzkraft und die Münzen stehen auch für das Erdelement, also auch hier wieder die Erdung darin. Es ist ganz wichtig für dich scheinbar, dass du erstmal über die Erdung in deine Sicherheit kommst bei diesem Thema, wo hier angesprochen ist, dass du eine gesunde Basis, ein gutes Fundament herstellen kannst. Ja, dass das Fundament an sich wieder stabil wird. Weil wenn du merkst, das Fundament ist hier nur am Bröckeln, ja, vielleicht bei einem Liebesthema, wo dir Kummer macht, ich nenne jetzt hier nur mal ein Beispiel, wo dich vielleicht auch jemand enttäuscht hat, verletzt hat und du merkst, da ist hier kein Fundament,
Aber an einer anderen Ecke kann ich ein neues Fundament schaffen, wo mir besser tut, ja, wo ich drauf aufbauen kann, wo ich wieder in meine Freude komme, wo ich dieses blühende Leben ausdrücken kann, dann schau in diese Richtung. Also es ist genug Potenzial da, möchte man dir sagen. Es ist nicht hoffnungslos, ja. Also eine sehr schöne, mutmachende Botschaft für dich in dieser Woche. Und wir schauen jetzt mal deine Lenormand-Karten an. Und hier haben wir die Ruten und den Ring haben wir hier. Ich zeige euch mal die beiden Karten. Ihr seht auch, auf den Karten sind immer gerade auch toll für Anfänger, aber auch als Inspiration, also selbst für mich als langjährige Lenormand-Kartenlegerin, man kann hier immer eine Inspiration noch rauskriegen. Also es ist ganz schön auch mit diesen Beschriftungen, die auch ganz wunderbar ja, so in die Seelenarbeit auch reingehen. Also sehr schön. Also wir haben hier die Ruten und wir haben den Ring. Und die Ruten sind ja traditionell die Kommunikation, die Gespräche. Also bei dir geht es um das Sprechen, ja. Und der Ring steht auch für die Beziehungen. Also es kann schon sein, mit dem roten Stein, der ja sich auch gerne mal zeigt bei Liebesthemen, die sich verdichtet haben. Es kann aber auch ein Thema sein, wo dir zu Herzen geht. Ja, das kann auch in einem Beruf sein, dass einem ein Thema zu Herzen geht. Da hat man ja auch eine Verbindung, ja, zu seinem Arbeitgeber oder wie auch immer oder zu Verträgen, wo dann auch wieder Personen dahinter stehen. Also es geht ums Sprechen bei dir, ganz wichtig auszudrücken, was brauche ich, wo herrscht Mangel, ja, was funktioniert nicht mehr, das Ansprechen, für sich klar werden, die Routen stehen auch fürs Aufräumen, fürs Putzen. Es geht um die Bereinigung, ja, dass hier etwas bereinigt wird, dass hier etwas geklärt wird. Etwas braucht einfach ein Durchgreifen, ein Handeln. Die Ruten sind auch immer eine Handlungskarte. Hier muss etwas dafür getan werden. Es tut nicht gut, wenn man nur ausruht und so, sage ich mal, wartet, ja. Also hier möchte Aktion rein, das ist das, was hier rüberkommt, ja. Weil sonst kann es passieren, dass man sich hier im Kreis dreht und nicht weiterkommt. Also man möchte dich auch ermutigen, dass es wichtig ist, hier vielleicht ein klärendes Gespräch zu führen oder selbst in die Aktion zu kommen, in diesem Bereich einfach, um diese Kraft auch zu bekommen, ja, um vielleicht auch einen Kreislauf, ein Muster, eine Wiederholung durchbrechen zu können. Wenn es bei dir jetzt nicht in den Liebesbereich fällt, sondern du sagst, Mensch, da geht es um wichtige Vertragsthemen, um irgendwelche Verhandlungen, wo zu führen sind, dann ist es wichtig, dass du hier aktiv bist und selbst in die Aktion kommst und nicht schaust, dass man dich ja, kontaktiert, sag ich mal. Mit Münzen kann es ja auch um die Finanzen gehen. Vielleicht hat sich auch hier in den Finanzen etwas verdichtet, ja. Also du schaust jetzt, welches Thema hier für dich passend ist. Ich nenne dir Beispiele hier, weil ja mehrere das Orakel schauen. Wenn sich da irgendwas verdichtet hat und du wartest, dass man dich kontaktiert, sagt das, werde selbst aktiv, versuche das zu bereinigen, zu klären. Das kommt wesentlich positiver rüber. Du nimmst dir diesen Druck, diese Verdichtung dann auch raus von deinen Schultern, ja. Arbeite mehr mit den Ressourcen. Das Maiglöckchen sagt dir oder das Schneeglöckchen sagt dir hier, es sind Ressourcen da. Sie sind definitiv da. Du musst hinschauen, ja, dann findest du sie. Definitiv, ja, und dann kannst du hier viel bewegen. Also Kommunikation und Ausbrechen aus Mustern ist hier ein wichtiges Thema für dich in dieser Woche. Und jetzt schauen wir noch deine Engelkarte an, was die hier zum Schluss uns hier noch mitgibt. Und hier haben wir die Wahrhaftigkeit. Der Engel der Wahrhaftigkeit kommt zu dir. Und fällt dir was auf? Er kommt hier
total strahlend, mit Feuer, mit Elan. Ja, er hat Rot drin, hier wie in deinem Stein, Orange und Gelb. Die ganzen unteren Chakren sind hier angesprochen. Wurzel, Sakral und Solarplexus Chakra. Es geht hier immer noch um die Erdung, die unteren Chakren, wo es um Vertrauen geht, um Sicherheit, finanzielle Sicherheit, berufliche Sicherheit in der Liebe. Das möchte sich jetzt stabilisieren. Es möchte in die Wahrhaftigkeit kommen. Ja? Die Wahrhaftigkeit bedeutet das, was wahr ist, was echt ist. Ja? Wahrhaftigkeit, wenn ich dieses Wort langsam spreche, bekomme ich immer so was Nährendes, etwas, was mich auch nährt. Ich weiß nicht, dass dieses Wort lässt mich immer so, wie wenn man ja etwas bekommt, wo einen innerlich nährt und befriedigt. Ja, so fühlt sich dieses Wort für mich an. Und der Engel, der hier kommt zu dir, der Engel der Wahrhaftigkeit, lässt dich wissen, du bist ein göttliches Wesen, du bist wunderschön, ja, du wirst geliebt. Und er sagt dir, liebe deine Talente, deine Potenziale, erkenne deine wahren und echten Potenziale. Du bekommst die Kraft und die Power und die Energie, ja, die du benötigst. Es geht auch um Energieverteilung. Wir hatten ja hier die Verdichtung drin. Dunkelrot ist für mich immer die Verdichtung von Energie, dass sich etwas staut an den falschen Stellen. Und wir haben hier die Farben von drei Chakren drin. Das heißt, dass hier eine Energieumverteilung stattfindet. Und damit meine ich jetzt nicht nur in den körperlichen Chakren, dass vielleicht in den Chakren etwas passiert momentan bei dir, sondern, also es kann auch sein, sondern ich meine auch, dass hier Energien im Leben umverteilt werden, wenn hier irgendetwas stockt, blockiert, schwierig ist. Eben, dass hier die Dürre weggeht, dass hier die Kraft und die Power und das Licht wieder reinkommt und die Dinge sich für dich bewegen. Ja, tue du dein Nötiges dazu. Die Gespräche waren hier genannt und so weiter. Und dann wirst du sehen, dass hier ganz viel Kraft auch in das Thema kommt. Vergiss nicht, wir haben die Woche der Fülle, ja, wo das für uns alle gilt. So, jetzt lege ich dir hier noch deinen wunderbaren Stein mit dieser riesen Power oben drauf. Das passt sehr gut. Und wünsche dir eine wunderschöne Woche. Gehen wir nun zum nächsten Stein, wenn du dich hier für diesen dunkelblauen Diamanten entschieden hast. Und dunkelblau ist die Wasserkraft, die Wasserenergie. Und die Wasserenergie, die möchte immer fließen. Sie beseitigt auch Hindernisse. Sie kann auch um Hindernisse herumgehen. Ja, also sie ist sehr, sehr wendig. Und darum geht es auch bei dir gerade um diese Bewegung, um dieses Wendigsein, um die Flexibilität, die innere Flexibilität, vielleicht auch Dinge zu bewegen, vielleicht auch Hindernisse beiseite zu schaffen oder zu bewegen. Und blau ist immer die Energie, wo es sich auch in den Arbeitsbereich, in den Tätigkeitsbereich reinzieht, aber auch ja, in Hobbys und Aktivitäten überhaupt. Jetzt schauen wir mal deine erste Karte an aus dem Tarot. Und da hast du hier die Kelche, und zwar das Ass der Kelche, also die reine Kelchkraft. Und die Kelche, wie du siehst, stehen auch für die Wasserenergie wie dein Stein. Das passt schon mal ganz, ganz gut. Und die Karte sagt dir, alles kommt jetzt ins Fließen, kommt in Bewegung, ja, und zwar eine starke Bewegung. Ich finde, hier sind wie so vier Wassersäulen angezeigt, und das ja, erinnert mich gleich an die vier Elemente, also Wasser, Feuer, Erde, Luft, sehe ich hier auch irgendwie miteinander
vereint, ja. Es geht um einen Wachstumsschub, so nehme ich das wahr. Und zwar bei dir auch um einen spirituellen Wachstumsschub. Du bekommst starke Inspirationen in dieser Woche. Wir haben bei der Kelchkraft immer Liebe und Emotionen drin. Und die reine Essenz Gottes ist ja die reine, unverfälschte Liebe. Liebe ohne Bedingungen. Und diese Gottesliebe, so nehme ich das wahr, kommt zu dir in dieser Woche und füllt dich. Ja, also dieser Kelch sehe ich als dich, als Geschöpf, wo jetzt mit dieser Inspiration, mit dieser Gottesenergie, mit diesem ganzen Ideenreichtum, mit dieser Schöpferkraft angefüllt wird. Und dein innerer Brunnen wird sozusagen überschäumen vor Ideen und Inspirationen. Das Ganze ist wunderschön, macht dich aber auch gefühlsmäßig unheimlich sensibel. Das bedeutet, Themen können dich in dieser Woche sehr schnell berühren. Ja? Also dein Gefühl, deine Sensibilität auch für deine Mitmenschen ist sehr stark und ausgeprägt. Jetzt vielleicht auch schon zu dieser momentanen Zeit. Es geht bei dir sehr viel über die Herzebene. Vielleicht werden auch Blockaden aus deiner Herzebene weggespült. Dinge, wo dich hier noch blockiert haben, mehr und mehr in dieses Spüren, in diese Vergebungsenergie, in diese Liebesenergie, was ja auch diese Woche so stark runterkommt, dieses Gnadenlicht, dass das einfach jetzt unheimlich stark auch in dir wirkt, sehr viel bewegt, ja, und die Herzöffnung bei dir momentan ein ganz starkes Thema ist. Vielleicht machst du auch sehr viel schon für die Welt, für deine Mitmenschen, für Tiere oder für Organisationen oder fühlst dich schon länger dazu berufen und jetzt hilft man dir, dich mehr auf deinen Weg zu bringen, wo du tätig sein kannst oder du möchtest im spirituellen Bereich arbeiten und merkst jetzt einfach, ich komme jetzt immer mehr an den Punkt, wo ich es mir auch zutraue, wo ich spüre, ich bin soweit. Und das ist alles dieses Gnadenlicht, wo du da auch wahrnimmst und dann noch in dieser Verbindung mit deinem Orakel, wo du gewählt hast, dass hier einfach die Sensibilität erhöht wird. Es kann auch sein, dass du diese Woche schnell am Wasser gebaut bist, vielleicht auch mal weinen musst um etwas, aber das ist gut. Über diese Emotion löst sich ganz viel in dir, ja? Und du bekommst mehr und mehr Zugang zu deiner inneren Göttlichkeit, zu deiner inneren Quelle. Du spürst die Quelle eventuell auch, also alles, was ist, ja, du spürst diese starke Verbindung zu den Menschen. Und das ist ein Riesengeschenk, was hier zu dir kommt. Man hilft dir aber auch gleichzeitig, deine eigenen Blockaden, deine eigenen Hindernisse zu umschiffen, aus dem Weg zu räumen. Manchmal ist es gar nicht immer nötig, alles wegzuräumen. Manche Dinge gehören zu uns, zu unserem Sein. Ja, also manche meinen, sie müssen die größten Steine klein kloppen. Manchmal reicht es schon zu vergeben oder in die Liebe zu gehen und man merkt, ach, jetzt geht's ganz leicht vorbei und ich komme schon weiter an mein nächstes Ziel und es ist gar nicht nötig, mich da aufzuhalten. Also all solche Erkenntnisse können jetzt sein. Und es kommt große himmlische Hilfe zu dir. Wir haben hier das Licht. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt. Die Karte strahlt ganz hell und man sieht, wie hier das Licht reinkommt und ja, hier diese Freude auch reinbringt, ja, und zu wissen, wir sind da, wir sind ganz nah bei dir, ne? Vielleicht spürst du auch diesen Kontakt oder über deine Sensibilität nimmst du hier sehr viel wahr. Also, wow, eine ganz, ganz starke spirituelle Botschaft für dich und eine starke auch spirituelle Woche für dich. Also es ist, ich empfinde es wie eine Reinwaschung, ja, bei dir. Vielleicht
Verspürst du auch ganz konkret Lust, ein Wasserritual zu machen oder etwas mit Wasser oder dich zu baden, ganz besonders zu pflegen oder ein besonderes Bad zu nehmen? Oder vielleicht sagst du auch, ich gehe diese Woche einen kleinen Thermenurlaub oder irgendwas machen, wo mit Wasser zusammenhängt. Ja, dass Wasser diese Woche ein starkes Element an deiner Seite ist. Jetzt schauen wir mal, ich lege das mal hier unten hin, die Lenormand-Karten an, welche wir hier jetzt bekommen. Ist auch interessant. Wir haben hier einmal den Brief und das Buch. Beides Papierwaren, was mit Schriftlichem zu tun hat, mit Schreiben. Vielleicht bekommst du auch Inspirationen, selber zu schreiben, ja, das aufzuzeichnen, was du hier fühlst, was du empfindest. Vielleicht hast du auch das Bedürfnis, an einen ganz bestimmten Menschen eine Botschaft zu schicken, einen Brief zu schreiben. Kann natürlich auch eine E-Mail sein, also elektronische Sachen sind ja heute auch ganz normal, so etwas in der Art, dass hier Nachrichten getauscht werden. Man sieht hier ja die Korrespondenzen, ja, von Schriftstücken. Dann kann es auch sein, dass ganz konkret Nachrichten, weil das Buch ist immer das Unbekannte, dass du eine Nachricht bekommst, wo du gar nicht mit gerechnet hast, ja. Du bist sehr sensibel, du bist sehr fühlig. Wir Menschen sind miteinander verbunden und es kann schon sein, dass da Impulse ankommen, ja, Hindernisse werden weggespült, dass du eine Nachricht oder eine Botschaft, einen Hinweis bekommst, wo du ganz, ja, überraschend auch bekommst, wo du gar nicht mit gerechnet hast, wo du vielleicht auch gar nicht dran geglaubt hast. Oder etwas gänzlich Neues. Ne? Mit dem Buch kann was Unbekanntes sein, dass jemand auf dich zukommt, dass du einen Hinweis bekommst. Also ganz interessant für dich. Kannst du dich auch sehr freuen in dieser Woche, weil das ein schönes Geschenk ist. Dann haben wir das Buch drin. Beim Buch kann es um das Thema Lernen gehen, dass du diese Woche Dinge auch für dich erfährst, lernst. Vielleicht möchtest du auch einen Kurs besuchen, wo jetzt beginnt. Oder aber du findest auch Inspiration in Dingen, wo du liest. Das kann im Internet sein, das kann ein Buch sein, das du in deiner Hand hältst und liest und dass du hier ja etwas erkennen kannst auch. Es geht beim Buch immer auch um verborgenes Wissen. Es geht um Wissen, das, wie gesagt, aus Büchern oder von außen kommen sein. Es kann aber auch sein, dass es um Wissen geht, welches in dir ist, weil es geht ja hier um die eigene Quelle anzuzapfen, dass du hier Wissen auch aus dir selbst erlangst, ja, also kann es für den einen oder anderen auch so eine richtige Art von einem inneren Einweihungsprozess sein, den du eben durchlebst, ja, oder dass du auch in etwas eingeweiht wirst, wo dir dann auch Erkenntnisse und Klarheit bringt. Wasser ist klärend, Wasser ist reinigend, ja, dass hier etwas auch dadurch geklärt wird. Also sehr interessant, die Botschaft. Jetzt kommt mir noch so rein, wenn ich hier das Herzchen betrachte, der ein oder andere bekommt vielleicht auch, sag ich mal, ein geheimes Liebesgeflüster, also da geht es um so erotische Post auch, ja, weil mit dem Geheimnis ist immer so im verborgenen Abends, vielleicht zu den Abendstunden, dass ihr vielleicht das ein oder andere erotische Wortgeplänkel auch in dieser Woche austauscht. Wir haben ja im Tarot die Gefühle drin, die Liebe, die Emotionen, also geht es definitiv auch darum in der Woche, ja, um Liebe, um Erotik, also es ist sehr spannend, was hier gerade auch bei dir passiert. Schauen wir uns nun deine letzte Karte an, was die Engel hier noch bringen. Ja, und die geben hier noch einen oben drauf. Sie bringen nämlich hier die Karte des Verstehens. Und wenn es hier noch um das Unbekannte geht, geht es jetzt hier um das Verstehen. Also es soll für dich nicht unbekannt bleiben. Du sollst erkennen können, worum es geht. Ja? Also die Engel sagen, es geht um den Lebensweg erkennen, worum es in deinem Leben geht. Es gibt ja auch den Spruch,
du siehst nur mit dem Herzen gut. Ja, oder man sieht nur mit dem Herzen gut. Also von Herzen erkennen. Wir haben hier die Liebeskraft drin, das Wasser, das Lebenswasser. Und grün steht auch ganz stark für das Herzchakra. Ja? Also es geht schon um diese Herzöffnung, wo ich vorhin angesprochen hatte. Hier haben wir auch ein kleines Herzchen noch abgebildet auf dem Brief. Ja? Also es geht hier schon auch um Herzthemen, um die Herzöffnung, dass du mit deinem Herzen gut sehen kannst, dass du übers Herzgefühl gehst, dass du über die Liebe gehst. Es kommen jetzt Erkenntnisse zu dir, Dinge, welche du eventuell vorher nicht verstanden hast und du jetzt erkennen kannst. Ja? Es ist eine innere Heilung. Wir haben hier sehr viel Grün in der Karte mit drin und Grün ist nun mal diese Heilungsenergie, der Strahl der Heilung. Ich nehme hier stark Erzengel Raphael Energie auch wahr. Ja? Und wenn wir hier in das Innere schauen, sehen wir, dass hier ganz viel Licht zu dir kommt. Ja, in dieser Woche. Die Dinge werden erleuchtet, werden auch durchleuchtet. Ja, für den einen oder anderen ist es manchmal etwas anstrengend, wenn die Dinge so durchleuchtet oder genau angeschaut werden. Aber es ist wichtig, dass du hier nicht im Unklaren bleibst. Ja, gerade wenn du dich vielleicht scheust, ganz klar zu sehen oder das Richtige zu sehen, ist es doch wichtig, dass man die Facetten das durchleuchtet, dass man das erkennen kann, was ist hier echt, ja. Weil es ist sonst auch anstrengend auf Dauer, wenn man so im Unklaren bleibt und nicht weiß, was jetzt Sache ist, ja. Wir kennen das ja alle, gerade insbesondere auch bei Liebesthemen, wie das zermürben kann, wenn man so in dieser Schwebesituation ist und einfach nicht weiß, wie es da weitergehen wird, ja. Also hab auch hier den Mut. Dann lege ich dir hier auch mal deinen wunderschönen Engel oben drauf, sehr starke Energie und deinen blauen Stein. Und ich wünsche auch dir eine wunderbare Woche. Gehen wir nun zum letzten Orakel, wenn du dich für diesen dunkelgrünen Stein entschieden hattest. Und der dunkelgrüne Stein steht für die energetische Heilungsenergie, also es ist die Heilungskraft in dir selbst, dass Themen erlöst werden. Also es geht auch vieles um Erlösung, um Befreiung. Grün ist die Farbe der Natur, also auch der Regeneration, dass wir uns erholen, dass wir wieder zu uns kommen. Vielleicht hattest du auch sehr viel Stress und es war sehr anstrengend für dich in letzter Zeit, ja? Oder ich hatte vorhin hier schon gesagt, grün ist immer die Farbe des Herzchakras auch. Und auf dem Herzen sitzt ja oft auch Kummer drauf. Es geht auch bei dir um Themen wie Lösung von Kummer. Ja, auch vielleicht von Herzenskummer. Und wir haben hier bei dir noch drin das Thema Seele und Körper in ein gutes Gleichgewicht zu bringen. Also sich in die eigene Mitte zu bringen, in die eigene Stabilität zu bringen, sich ausgewogen zu fühlen. Bei Grün kommt mir immer gleich auch gute Ernährung, frisches Essen, selber vielleicht etwas kochen, etwas machen, was den Körper nährt, vielleicht auch Smoothies trinken, all solche Dinge stecken in der Grünkraft drin. Für mich ist die Grünkraft immer das Ganze an Gemüse und Obst, was wir alles so kriegen können, ja, was uns gut tut. Das weiß ja jeder am besten, was er hier verträgt und mag und ist ja da ganz persönlich, gibt es ja da kein pauschales Rezept, sage ich mal. Okay, jetzt schauen wir mal deine erste Karte an. Ja, schau mal, da kriegst du auch gleich hier eine Ladung Grün, da ist auch sehr viel Grün drauf. Und wir haben hier die 6 der Münzen. Ja, und die Münzen, sagt hier auch wieder, Erdung ist wichtig, erden können wir uns in der Natur, ja. Das ist auch schön, wenn wir in die Natur gehen, wenn wir Erde berühren, passiert hier schon sehr viel. Und die Münzen sind die
Erdungsenergie auch nochmal, steht auch hier aber für das Materielle auch noch mit dabei, für das Finanzielle. Und bei dieser Karte ganz speziell geht es in dieser Woche um das Geben und Nehmen, ja, um diesen Ausgleich. Wir haben ja auch wieder diesen Ausgleich drin. Bei dir geht es darum, dass etwas im richtigen Verhältnis zueinander steht. Ja, es wäre sehr einseitig, wenn du nur am Geben bist und nie zurückbekommst. Oder wenn du nur am Nehmen bist und denkst, ich kann nichts geben, lässt sich das auch oder lässt dich das auch auf einem Bein daherhinken. Ja, das ist dann sehr unausgewogen. Man kann immer etwas geben. Und wenn es nur die eigene, sage ich mal, Kraft ist, dass man wo mithilft oder sich anbietet oder irgendetwas tut, was man selber gut kann, wo man anbieten kann als Ausgleich. Also man kann immer irgendwas in irgendeiner Form tun oder anbieten als Ausgleich. Also geben und nehmen möchten hier in ein richtiges Verhältnis gesetzt werden. Die Karte regt dich an. Also egal, in welcher Rolle du steckst, ob du Geber oder Nehmer bist, sie ist immer ein Hinweis für den eigenen Erfolg, dass man sich dem öffnet. Weil es hat hier immer auch was mit sich verschließen vor etwas zu tun, ja, dass man es eben nicht annehmen kann, vielleicht auch nicht annehmen kann, dass man erfolgreich sein kann oder dass man etwas gut kann. Ja, das sind auch so Muster, wo vielleicht in einem von Kindheit an schon angelegt wurden, dass man hier unterdrückt wurde oder sich klein fühlt oder also so etwas in der Art. Ja, also man sagt dir hier, sei bereit, dich auch selbst weiter zu entwickeln. Ja, dass du über dich hinaus wachsen kannst. Vielleicht limitierst du dich auch, stellst dir vor, ich kann das nicht besser. Ja, also selbst wenn du schon erfolgreich bist und bist in einer Geberrolle und sagst, ich kann ja viel geben, mir geht's gut. Und trotzdem kommt hier irgendwo ein Limit rein. Du setzt dir irgendwo ein Limit, wo noch mehr möglich wäre. Ja, und wenn du dich eh schon klein und unterdrückt fühlst und benachteiligt, dann vielleicht noch mehr, also dass du es als noch schwieriger empfindest, dich in deine Potenzialkraft zu begeben, ja, dass du dich hier für deinen Erfolg öffnest, vielleicht glaubst du auch gar nicht mehr daran. Also für beide Seiten geht es hier, dass man hier weiter wachsen kann, dass es hier immer noch Möglichkeiten der Entwicklung gibt. Dass man keine Angst haben soll vor Erfolgen, ja. Vielleicht geht es auch um Glaubenssätze zum eigenen Geld- oder Füllebewusstsein, ja. Also selbst wenn du sagst, es ist bei mir kein Thema um Finanzen, das klappt alles gut oder so, schau dir trotzdem nochmal dein Geldbewusstsein an, wie du darüber denkst. Aber es kann natürlich sich auch um Fülle-Themen in anderen Lebensbereichen handeln, dass hier irgendetwas unausgewogen ist und du dir hier dein Bewusstsein anschauen solltest. Vielleicht gibt es auch hier Dinge, wo du dir eindeutig Grenzen setzt, wo du sagst, da geht es nicht weiter, da gibt es nichts Besseres für mich. Ja? Das Leben hält nichts Besseres für mich bereit. Ich muss mich mit dem und dem zufrieden geben. Also hier, es geht hier um eine Deckelung. Ja? Also das ist hier das Thema, dass man sich selbst limitiert und deckelt. Und das soll gesprengt werden, das soll praktisch geheilt werden, erlöst werden. Es möchte sich regenerieren, es möchte sich ablösen, es möchte dir zeigen, es ist viel mehr möglich, als du dir vorstellen kannst. Viel, viel mehr, ja. Gönne dir etwas, gestehe dir viel mehr zu. Es hat nichts mit Gier oder sonst was zu tun, sondern es hat mit diesem göttlichen Schöpfungspotenzial zu tun, dass dir noch mehr zusteht, dass man dir noch viel mehr geben möchte von allem, ja, was hier auch dein Thema sein möge. Und besonders in der Woche, wenn du sagst,
ach, es ist ja so schwer oder so, dann gönne dir besonders in diesem Lebensbereich, wo du das Gefühl hast, da ist halt der Mangel, da ist das Ungleichgewicht, gönne dir da etwas. Tu dir selbst etwas Gutes, verwöhne dich, ja, sei gut zu dir und löse dich hier von diesen Begrenzungen. Ja, also eine ganz wichtige Botschaft für dich, sehr heilsame Energien in der Woche bei dir. Und wir schauen deine Lenormand-Karten hierzu an. Und hier haben wir ganz interessante Karten. Wir haben hier das Ahnenbäumchen oder der Ahnenbaum, die Ahnen. Und hier haben wir die Wolken. Und das ist für dich eine sehr interessante Kombination, weil es dir interessante Hinweise gibt. Wir haben hier einmal die Wolken. Und die Wolken sind die inneren Unsicherheiten. Man sieht noch nicht richtig klar. Es ist die Unklarheit. Die Wolken stehen aber auch für deine Ängste, wo du hast. Und Ängste, wie wir wissen, blockieren. Ängste, Kummer hatten wir hier auch drin. Kummerthemen. Also diese dunkle Wolke, die stört hier einfach. Ja, das ist das, was einem Sorge bereitet. Und mit dieser Ahnenlinie, das sehe ich auch dahinter, nicht nur die Ahnenkraft, sondern es geht hier auch um die Familie. Und das ist das, was ich vorhin angesprochen hatte, hier mit drin, diese Limitierungen, dieses Grenzen setzen, das können auch Prägungen aus dem familiären Bereich sein, können aber auch Prägungen, die über Generationen von den Ahnen aneinander weitergegeben worden sind. Ja, zum Beispiel gerade, man findet das oft auch beim Geldbewusstsein, wenn man sich so limitiert oder im Erfolg limitiert. Wir waren schon immer Arbeiterfamilie, wir werden immer Arbeiter sein, du kannst nichts Größeres erreichen. Also viele können vielleicht so Sprüche, ja, oder auch andere Limitierungen kennen auch Wohlhabendere. Du kommst jetzt aus einer angesehenen Familie und es geht nicht, dass du so ein einfaches Mädel oder so heiratest, ne? Das sind auch wieder Limitierungen, wo hier ganz klar Grenzen gezogen werden und die aber in unserem System Probleme, Kummer und so weiter auslösen können, Unsicherheiten, Ängste, Beklemmungen, ne? Und es geht um Erlösung dieser Ängste, dieser Prägungen vor allem. Das ist, was ich hier so wahrnehme, ja? Also das waren jetzt nur ein paar Beispiele, welche ich genannt habe. Du weißt selbst am besten, was es hier für ein Thema sein könnte, wo dir immer wieder begegnet, wo du vielleicht auch selber schon gedacht hast, das ist familiär geprägt oder geht sogar noch tiefer. Ja, aber die Ahnen geben uns nicht nur Hinweise, sage ich mal, auf diese schweren Verbindungen, sie können uns auch Hinweise geben, wie wir wieder in unsere Kraft kommen. Ja, also das ist hier auch ein wichtiges Thema. Und wir schauen uns mal an, was hier die letzte Karte noch für einen Hinweis geben möchte. Und da kriegen wir eine richtige Powerkarte. Und zwar kriegst du hier, schau mal, die Selbstverwirklichung. Schau dir mal diese Karte an. Was das für eine starke Energie ist, ja. Also man gibt dir richtig Selbstbewusstsein. Und schau mal, dieser Engel, das ist so rot gezeichnet. Ich spüre richtig das Seelenfeuer. Man möchte, dass du dein inneres Seelenfeuer lebst, dass du alles überwindest, was hier vielleicht auch mitgegeben sein kann. Ja? Wir haben hier Transformationskraft drin. Wir haben hier dieses Rot-Violett drin, wo alles verbrennt, dieses transformierende Feuer. Vielleicht möchtest du auch mit dem violetten Feuer arbeiten, das visualisieren, wie du all diese, sag ich mal, Brocken reinwerfen möchtest und die transformiert werden, verbrannt werden und dadurch dann eine Erleichterung entsteht. Ja, also violette Flamme könnt ihr mal googeln, gibt es immer Hinweise auch im Internet, wie man sich so eine Visualisierung vorstellen kann. Manchmal gibt es auch YouTube-Videos dazu, wo ihr euch anschauen könnt, so kleine Meditationen dazu, wo ihr einfach diesen Ballast reingebt. Ja? Also es geht darum, dass du deine innere Seelenkraft jetzt nach außen bringst, dass du das lebst, dass du erkennst, dass deine Talente ein Riesengeschenk sind
Und man sagt dir hier sogar nicht nur für dich selbst, sondern für die gesamte Welt. Du hast Potenziale, die auch andere Menschen weiterbringen, die gezeigt werden möchten. Trau dich. Das Rot zeigt auch, man gibt dir Mut, man schenkt dir Kraft, man möchte dir zeigen, hab den Mut, hab die Kraft, ja. Und hier ist jetzt sehr interessant ein Aspekt mit deiner Ahnenlinie. Es kann sogar sein, dass du Talente aus deiner Ahnenlinie mitbekommen hast. Vielleicht weißt du das auch, ja, und traust dich nicht, die zu leben. Da sind die Ängste noch, ja. Man möchte sagen, leb das. Das ist ein ganz wichtiges Geschenk, dass du dich traust und diese Kraft nach außen bringst. Das sind Begabungen, welche gelebt werden möchten. Mache mehr aus dir. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Botschaft in Verbindung zu deiner ersten Karte. Wenn ihr das Tarot kennt, dann das Traditionelle, sitzen da unten immer so Bettler, wo dann so ein Gönner was ins Körbchen wirft, ja. Und hier kommt jetzt das wie Phönix aus der Asche. Und das sagt man dir ganz eindeutig, raus aus deinen Opferthemen, wo du dich selbst als Opfer fühlst, wo du dich klein machst, wo du sagst, das geht nicht, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, ich bin so ein armes Lämmlein. Nein, die sagen hier Schluss. Raus aus diesen Opferthemen, geh in deine Kraft. In dir steckt viel, viel mehr. Also du hast hier eine ganz eindeutige Ansage diese Woche bekommen. Ja, ich hoffe, du kannst sie für dich nutzen und umsetzen oder es hat sich in dir vielleicht schon ein bisschen was gerührt. Darum habe ich das jetzt auch so ein bisschen forsch gesagt. Einfach, dass du die Emotion und die Leidenschaft, die hinter dieser Botschaft steht, auch spüren kannst. Ja? Und nutze für dich die Grünkraft, die Kraft der Natur, die dir hier auch Erdung gibt. Ja? Ganz stark, also auch wie beim ersten Orakel, wo es um Erdung geht. Ich lege dir hier deinen grünen Stein hier mit drauf und wünsche auch dir eine wundervolle Woche. Und danke fürs Zuhören. Jetzt zeige ich euch noch ganz kurz von der Karin die Lenormand-Karten, wo ich schon zu Beginn angekündigt hatte. Da wollte ich euch nämlich noch zeigen, das sind nicht nur die 36 herkömmlichen Lenormand-Symbole dabei, sondern die gute Karin hat noch 4 weitere Karten gezeichnet. Und zwar eine davon hatten wir hier schon dabei, das Ahnenbäumchen, das vielleicht auch ganz interessant ist für den einen oder anderen, auch wenn er Aufstellungen mit Karten macht. Und wir haben noch 3 weitere, und zwar haben wir hier noch die spirituelle Führung, ist auch sehr interessant. Und hier haben wir Krafttiere. Da hatte ich ein super Erlebnis, wo ich die Neumir gezogen habe. Die haben mir wirklich meine beiden Krafttiere angezeigt. Ich hatte das Thema Krafttiere, hatte noch 2 weitere Karten gezogen und da kam die Katze und der Rabe. Und das sind Begleiter von mir, das weiß ich. Also das hat Bombe gepasst. Und hier haben wir noch die Engel. Und das ist auch interessant, wenn ihr die Engel in Erlegung drin habt, dann ist das für mich ein Hinweis, dass hier wirklich Engelenergien hinzugezogen werden sollen. Und das kann auch sehr hilfreich sein, wenn ihr gerade Kartenlegen auch mit Energiearbeit verbindet. Dann ist das für den einen oder anderen vielleicht auch ein ganz interessanter Hinweis. Oder wenn ihr beim Kartenlegen auch mit Engeln arbeitet. Ihr könntet zum Beispiel dann auch Engelkarten ziehen und schauen, welche Engelkraft hier da noch ganz konkreten Hinweis gibt oder einfach die Karten auch außenrum deuten, die im Bild dann da liegen. Also wirklich ganz spannend. Mit diesen Zusatzkarten ergeben sich noch ganz viele zusätzliche Möglichkeiten. Das wollte ich euch noch vorstellen, dass es hier praktisch um 40 Karten in dem Deck geht. Ihr aber natürlich auch die herkömmlichen 36 verwenden könnt, wenn ihr die normale große Auslage macht.
Wenn ihr schauen wollt, wie ihr ein Kartenbild deuten könnt, habe ich auch mal, ich meine, 2 oder 3 Videos aufgenommen, kleines Blatt, großes Blatt zum Thema Liebe und auch wie man die Häuser belegen kann. Also gerade für den einen oder anderen, der sich selbst auch für Kartenlegen interessiert. Also das wollte ich euch hier noch mitgeben. Und ansonsten, wie immer, kommentiert das Video, besonders auch, wie euch das gefallen hat heute mit der Steinauswahl, ob das mit der Ich-Bin-Kraft gut bei euch angekommen ist. Da hätte ich gerne ein Feedback und auch sonst, wie euch das Video gefallen hat. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, dann erhaltet ihr immer automatisch Hinweis, wann das neue Video hochgeladen wurde. Ihr könnt auch meine Facebook-Seite mit einem Gefällt mir versehen. Dann findet ihr auch dort regelmäßig immer mal wieder Tagesbotschaften oder auch Hinweise zu meinen Beratungsangeboten oder auch andere schöne Dinge, die ich mir so ausdenke oder wo in den nächsten Wochen noch folgen werden. Also ich umarme euch ganz herzlich, ich wünsche euch eine gute Zeit und bleibt gesund und wenn du magst, schalte kommende Woche wieder ein zum nächsten Wochenorakel. Und ja, bis bald und alles Liebe, eure Dani. Tschüss!